Hallo allerseits, ich bin heute bei den Z-Freunden International in München-Giesing bei einer Ausstellung. Die erste Ausstellung seit der Corona-Krise mal wieder in ganz kleinem Rahmen. Es dürfen nur gleichzeitig 28 Besucher da sein. Und ich bin hier bei Thomas Hess aus Saalach bei Göppingen. Und der hat hier eine Digitalanlage in Z aufgebaut. Das ist noch im Probestadium, im Versuchsstadium. Ja, die Größe der Anlage ist 2 Meter auf 55 Zentimeter. Zusammenklappbar, in den Koffer verstaubar, Stromeinspeisung digital über die Märklin Mobile Station, und ich habe 3 Ovale drauf und kann damit unabhängig Züge steuern. Das heißt, man fährt jetzt hier in DCC oder genau, NFX oder in welchem Standard? Mit DCC. Und die Technologie sieht so aus, dass man dann Decoder von zum Beispiel Döhler und Haas, verwende ich, einbaut. Oder eben bei Drehgestellloks auf vorgefertigte Platinen zurückgreifen kann, die der Gleisserienhersteller Felmo zum Beispiel liefert. Die kann man einfach austauschen dann, das heißt, man schraubt die Lok auf, baut den Decoder ein, lötet um und fertig. Ja, wobei bei den früheren Loks es gar nicht notwendig ist, tatsächlich die Lötarbeiten zu machen, weil die alten Motoren noch Anschlussmöglichkeiten über Kontaktfedern hatten. Und die Lok ist jetzt umgerüstet auf einen Glockenankermotor. Mit Glockenankermotoren haben wir ein ganz anderes Fahrverhalten als mit den früheren Motoren bei Z. Genau, das auf jeden Fall. Das kann man hier mal sehen, vielleicht an der grünen 150, wenn ich die jetzt ganz langsam steuere. Jetzt beschleunige ich wieder. Das heißt, die schafft ein schönes Anfahrverhalten, was halt bei Z früher nicht möglich war, weil man irgendeine Anfahrspannung braucht hat, dass es überhaupt losgeht. Das A und O sind aber auch hier wieder sauber verlegte Gleise, Schienenstöße, müssen saubere Übergänge geben. Aber speziell bei Dampfloks, finde ich, lohnt sich der Aufwand, auch wenn es eine ziemliche Fieselei beim Einbau ist von den Decodern. Einbau, Sie haben ja vorhin schon mal eine Dampflok gezeigt, wo der Decoder dann eingebaut wurde oder versteckt wurde. Den habe ich jetzt hier tatsächlich im Gehäuse vorne im Kesselbereich platziert. Andere Loks, da kann ich den Decoder direkt im Führerhaus unterbringen. Zum Beispiel bei der blauen, die da jetzt gerade dann vorbeikommt. Also die von hinten mal. Da sitzt der Decoder jetzt im Führerhausbereich. Und das sieht man kaum. Ganz nur im Führerhaus drin. Aha. Ja, genau da oben. Oberhalb des Motors. Und manche Kollegen nehmen tatsächlich noch Tenderstromaufnahme zu Hilfe, um die Kontaktsicherheit auch noch zu verbessern. Wie lange fahren Sie jetzt digital schon in Z? Ich sage mal seit 4 Jahren vielleicht. Ich bin hier übers ZFI dazugekommen, übers Forum, und habe da die die Kontakte aufgebaut und mir die Informationen geholt. Bei der Lok sieht man es jetzt vielleicht, da ist eine Tenderstromaufnahme mit dran. Das heißt, ich habe zusätzlich 2 Litzen bzw. 2 oder 4 Stromaufnahmepunkte geschaffen, die zusätzlich noch in die Lok vorkommen zum Decoder. Die Lok hat jetzt den Decoder vorne im Führerhaus? Der sitzt ähnlich wie bei dem Modell, was Sie gerade gesehen haben, tatsächlich wieder im Kesselbereich. Kesselbereich, ja. Weil tatsächlich, wenn man es mal anguckt, ist das Fahrgestell dasselbe. Gleiche Basis. Genau. Bei der 74 und bei der 24. Also da gibt es von Märklin auch zig gleiche Teile. Und der Koffer wird dann zusammengeklappt. Die hat hier dann nur eine Stromverbindung zwischen den beiden Modulteilen. Genau. Und die Einspeisung ist von der Unterseite mit einem Hülsenstecker 2,1 mm, sodass das völlig problemlos ist. Das ist die einzige, die Litze hier, oder Doppellitze, ist die Verbindung zwischen den beiden Plattenhälften. Der ganze Gleislaschung montieren kann, wenn ich es klappen will.
Das heißt, ich habe hier eine stumpfe Verbindung Gleis auf Gleis einfach. Genau. Und keine elektrische Verbindung. Und die sind einfach nur Hilfen zum Niveauausgleich, falls es doch, weil Holz halt arbeitet, zu Niveauunterschieden kommt, wobei die nicht groß sind. Und der ganze Koffer ist dann einen Meter lang und 8 cm dick zusammengeklappt? Genau, genau. Weil beide Plattenhälften ungefähr 4 cm stark sind. Und auf der Unterseite habe ich Füßchen eingeschraubt. Da sind Einschlaghülsen drin. Und damit kann ich das auf ein gewisses Niveau bringen, die Platte. Gut. Irgendwann wird dann vielleicht noch ein bisschen Landschaft gestaltet. Gebäude werden wahrscheinlich bei der Dicke nicht unbedingt draufpassen. Schauen wir mal. Vielleicht kann man ein paar Gebäude andeuten, die man dann einfach nur aufsetzt. Ich kann mir vorstellen, dass man hier vielleicht einen Bahnhofsbereich noch reinbringt. Oder was auch eine Idee wäre, das sind die selbstfahrenden Omnibusse. Das gibt es ja mittlerweile auch, das selbstfahrende System für Z. Gut, dann bedanke ich mich für die interessanten Erklärungen und wünsche viel Spaß auf der Ausstellung. Ja, danke schön.